Ihr seid auf der Suche nach einer Doppelhaushälfte in Duisburg-Walsum? Dann passt mal auf, ich habe nämlich hier eine coole Bude für euch. Hallo, mein Name ist André Heinrich und ich komme aus dem Stadtbüro Duisburg. Oder wie wir sagen, aus der coolen Bude. Wir sind hier in Duisburg-Walsum, was sich daran auszeichnet, dass wir in der Nähe der Dienstlakener Innenstadt sind und gleichzeitig auch eine tolle Autobahnanbindung in die Duisburger City haben. Wir stehen hier vor einer Doppelhaushälfte mit 90 Quadratmetern Wohnfläche, die für die ganze Familie geeignet ist. Kommt doch rein! Herzlich willkommen im Haus. Wir haben hier eine Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern. Das Haus verfügt über ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und hier im Erdgeschoss haben wir eine schöne großzügige Küche und darüber hinaus einen großen Wohn-Essbereich. Wenn Sie möchten, dann können Sie es sogar so umgestalten, dass Sie die Küche hier mit dem Wohn-Essbereich verbinden können. Hier sind wir im Flur. Von hier aus erreichen Sie sowohl den Keller als auch das Obergeschoss. Im Flur finden Sie ein Fenster, sodass Sie einen beleuchteten Flur haben. Darüber hinaus finden Sie hier auch das Gäste-WC, was in einem modernen Haus nicht fehlen darf. Das Schöne an dieser Immobilie ist der lichtdurchflutete Wohn-Essbereich. Sie haben hier Platz für eine schöne Essecke, für entsprechende Schränke und Sie haben darüber hinaus auf der anderen Seite auch noch jede Menge Platz für eine große Couch und für den Fernseher bzw. den Fernsehschrank. Das heißt, Sie können hier gemütliche Abende verbringen und gleichzeitig auch schöne Zeiten mit Ihrer Familie. Vom Essbereich aus erreichen wir die schöne großzügige Terrasse und hier haben wir auch genug Platz für einen Swimmingpool, für ein Trampolin und für jede Menge andere Dinge, die Sie mit Ihrer Familie anstellen möchten. Das heißt, bei gutem Wetter müssen Sie nicht drin essen, Sie können auch ganz gemütlich draußen essen und wenn Sie möchten, dann passt hier natürlich auch noch wunderbar eine entsprechende Terrassenüberdachung drüber. Hier unten im Erdgeschoss haben wir also genug Platz für Zeit mit der Familie oder mit Freunden. Privaten Raum gibt es in diesem Haus auch. Dieser ist im Obergeschoss, wir finden ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer oder wenn Sie möchten, können Sie natürlich einen dieser Räume auch als Büro nutzen. Und das schauen wir uns jetzt an. So, wir sind jetzt hier im Obergeschoss angekommen. Wir haben einen kleinen Flur, was bedeutet, dass der Wohnraum entsprechend groß ist. Sie finden hier auf der rechten Seite ein kleines Büro mit einem Doppelfenster. Das heißt, es kommt sehr, sehr viel Licht rein. Und genau das Gleiche, das gilt auch für den weiteren Raum, den wir hier oben haben. Sie finden hier ebenfalls auf der rechten Seite das aktuelle Kinderzimmer. Dieses Zimmer ist etwas größer, hat auch ein Doppelfenster und zu guter Letzt finden Sie hier das Schlafzimmer. Auch für das Schlafzimmer gilt das Gleiche mit dem Doppelfenster. Sie haben in jedem dieser Räume natürlich auch ein entsprechendes Rollo. Und was darf in einem Obergeschoss nicht fehlen? Das ist dieses sanierte Badezimmer, welches Sie hier auf dieser Seite finden. Es befindet sich über dem Gäste-WC, welches ebenfalls saniert ist und ebenfalls schön ausgestattet ist. Wir sind jetzt am Ende des Rundgangs angekommen. Wenn euch diese Immobilie gefallen hat, dann schaut doch gerne unten in der Beschreibung. Dort findet ihr das Exposé. Wir können uns dann gerne zu einer persönlichen Besichtigung treffen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in die Endkarte rein, dort findet ihr zwei weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV.